Eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. In einer 20er-Streichholzschachtel befinden sich 15 schon gebrauchte Streichhölzer. Man zieht 4 Streichhölzer hintereinander ohne zurücklegen. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht man erst beim vierten Versuch ein neues Streichholz? Beim ersten Versuch zieht man zuerst ein neues N oder ein gebrauchtes G Streichholz. So könnte man für die 4 Züge dieses Baumdiagramm vervollständigen und so erhalten wir diese 16 Möglichkeiten. Aber wir brauchen eigentlich nur diese Möglichkeit. Gebraucht, 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 neu. Denn es wird die Wahrscheinlichkeit von dieser Möglichkeit gefragt. Also brauchen wir gar nicht das ganze Baumdiagramm zu zeichnen. Es reicht eigentlich dieser Weg. Und längs dieses Weges setzen wir die einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug ein gebrauchtes Streichholz zu ziehen, liegt bei 15 auf insgesamt 20. Beim zweiten Zug wieder ein gebrauchtes ziehen hat als Wahrscheinlichkeit 14 Neunzehntel. Denn nach diesem Zug sind noch 14 gebrauchte Streichhölzer drin auf insgesamt 19 Streichhölzer. Genauso findet man diese Wahrscheinlichkeit 13 Achtzehntel und beim letzten Zug ziehen wir ein neues mit der Wahrscheinlichkeit von 5 Siebzehntel, denn es sind ja 5 neue Streichhölzer auf insgesamt 17 Streichhölzer in der Schachtel. Die Wahrscheinlichkeit von diesem Ausfall gebraucht, 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 neu ist also gleich zum Produkt von diesen 4 Wahrscheinlichkeiten. Diese Rechnung führt zu diesem Bruch. Dieser Bruch ergibt ungefähr 0,11739 und das macht also 11,7%, so ungefähr. Und die Aufgabe ist schon beendet.